Hi und herzlich willkommen zu einem neuen True Crime Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich. Leute, wie geht es euch? Ich hoffe, es ist alles fit bei euch. Ihr hattet alle eine schöne Woche. Bei mir läuft alles wie immer eigentlich, nichts Besonderes zu berichten. Und ich habe mir schon mal überlegt, vielleicht finde ich bis nächste Woche noch so einen speziellen Osterfall, also irgendwas, was an Ostern passiert ist. Bis jetzt bin ich da noch nicht so fündig geworden. Es gibt zwar Fälle, aber ich glaube, die sind jetzt nicht so spannend. Aber ich werde noch mal gucken und lasst euch einfach mal überraschen. Sonst kommt irgendwas anderes nächste Woche. Ihr werdet sehen. Auf jeden Fall geht es heute erstmal wieder Richtung Westen. Genauer gesagt in die USA ins Jahr 1998. Heute habe ich mir den Fall von Maddie Clifton rausgesucht. Das ist ein Fall, der ging damals wieder durch die Presse. Der lief in allen Nachrichten in den USA rauf und runter. Überall wurde davon berichtet. Und bis heute gibt es immer noch Ungereimtheiten in dem Fall. Und die Strafe für den Täter, da bin ich auch so am Hin und Her zweifeln, ob das alles so richtig ist. Aber da gehe ich am Ende vom Video nochmal drauf ein. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem Fall von der kleinen Maddie. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Madeline Clifton wurde am 17. Juni 1990 als Tochter von Steve und Sheila Clifton geboren. Sie hatte eine 2 Jahre ältere Schwester namens Jessica. Madeline wurde von allen nur Maddie genannt. Maddie und Jessie hatten ein super Verhältnis. Sie haben sich richtig gut verstanden und auch oft zusammen gespielt. Die Familie Clifton lebte in Jacksonville in Florida. Ihr Haus befand sich in einer ruhigen Wohngegend, dem typisch amerikanischen Vorort, wie man ihn so aus vielen Serien und Filmen kennt. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Maddie wurde als intelligentes, aber auch quirliges Kind beschrieben. Sie hatte einige Hobbys, unter anderem Ballett und Klavierspielen. Sie hat wohl so gut wie jeden Tag einige Zeit vor ihrem Klavier geübt. Und sie mochte aber auch sehr gerne Football, Baseball und Basketball spielen. Ihre Eltern beschrieben sie als sehr zuvorkommend und freundlich. Auch bei ihren Mitschülern war Maddie sehr beliebt. Die Familie Clifton hat viel zusammen unternommen. Sie alle liebten es, Ausflüge zu machen oder auch mal Spieleabende zu Hause. So hatte die Familie es auch am 3. November 1998 geplant. Sie wollten einen Spieleabend zusammen machen, aber dazu kam es nicht. Der 3. November 1998 sollte das Leben der Familie Clifton komplett ändern. Die kleine Maddie kam am 3. November 1998 von der Schule nach Hause, übte ein wenig auf ihrem Klavier, wie sie es so oft hatte, und ging dann raus, um mit den Nachbarskindern zu spielen. In der Nachbarschaft wohnten viele Familien mit Kindern. Die Familien, die dort wohnten, hatten alle ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Also jeder kannte jeden, die kamen alle gut klar. Und so war es auch üblich, dass einfach so die Haustüren offen standen, weil man kannte sich halt, ne? Die Kinder trafen sich auch einfach draußen. Meistens waren immer Kinder auf der Straße. Wenn das mal nicht so war, haben die Kinder einfach an den Türen der anderen Kinder geklingelt und gefragt, ob sie Zeit hätten zum Spielen. Auch an diesem Nachmittag fand Maddie schnell Kinder zum Spielen. Und so haben sie Minigolf bei einem der Nachbarskinder im Garten gespielt. Irgendwann gingen ihnen dann die Bälle aus, haben sie vielleicht weiter weggeschossen, die nicht mehr wiedergefunden. Und Maddie meinte, sie geht schnell nach Hause, um neue Bälle zu besorgen. Sie würde neue Bälle holen und dann wiederkommen. Aber Maddie kam nicht wieder. Die Kinder haben sich nichts weiter dabei gedacht. Sie dachten, dass Maddie einfach zu Hause geblieben ist, weil es vielleicht Essen gab oder sie einfach keine Lust mehr hatte, weiterzuspielen. Um 17 Uhr gab es bei den Cliftons immer Abendessen. Als es dann nach 17 Uhr war und Maddie nicht zu Hause war, fingen die Eltern an, sich Sorgen zu machen. Denn Maddie war ein sehr zuverlässiges Kind und wusste genau, dass sie um 17 Uhr zum Essen zu Hause sein sollte. Maddies Schwester Jessica fand dieses Verhalten auch sehr, sehr merkwürdig und hat sich sofort auf den Weg gemacht, um Maddie zu suchen. Sie hat bei Nachbarn geklingelt und ist durch die Straßen gefahren mit ihrem Fahrrad, doch von Maddie keine Spur. Daraufhin riefen die Eltern dann die Polizei an, die auch sofort kam und es begann sofort die Suche nach der kleinen Maddie.
Auch viele Leute aus der Nachbarschaft haben sich der Suchaktion angeschlossen. Die Suche an dem Abend blieb allerdings erfolglos. Am nächsten Morgen wurde die gesamte Nachbarschaft befragt, aber auch das brachte keine neuen Erkenntnisse. Es wurde nur bestätigt, dass Maddie mit den Kindern Minigolf gespielt hatte und dann nach Hause gegangen war, um neue Bälle zu holen. Die Polizei ging davon aus, dass Maddie auf offener Straße entführt wurde und dass Maddie den Täter wahrscheinlich gekannt haben musste. Denn eine fremde Person wäre in der Nachbarschaft aufgefallen und Maddie hätte ja wahrscheinlich auch geschrien, wenn sie in ein Auto gezogen worden wäre. Und das hätte eigentlich jemand hören müssen. Also wie gesagt, es war immer irgendwer im Garten oder auf der Straße von den Nachbarn. Von daher ist die Polizei ja von einer Entführung ausgegangen. Die Polizei fing nun langsam an, die Polizeiakten der Nachbarschaft einzusehen. Und dabei ist man auf einen 45-jährigen Mann gestoßen, der zwei Anklagen wegen sexueller Misshandlung hatte. Eine Anklage lag 20 Jahre zurück und die andere 15 Jahre. Die Anklagen wurden aber beide fallen gelassen. Die Polizei durchsuchte sein Haus. Dort gab es aber auch nichts, was auf Maddie irgendwie hindeuten könnte. Es gab keine Anhaltspunkte, dass der Nachbar irgendetwas mit Maddies Verschwinden zu tun hatte. Maddies Schwester Jessie sagte sogar später aus, dass der Nachbar sehr falsch dargestellt wurde, dass er immer sehr nett war und zu keinem Zeitpunkt irgendwie komisch oder creepy war. Also gar nichts davon. Und so ging die Suche nach Maddie weiter. Es wurde alles Mögliche unternommen. Flyer wurden verteilt, bei großen Footballspielen wurden Durchsagen gemacht und es wurde eine Belohnung von $50.000 ausgesprochen. Nach ein paar weiteren Tagen erhöhte sich die Summe auf $100.000. Doch das hat alles nichts gebracht. Maddie blieb verschwunden. Das Haus der Cliftons wurde 24/7 überwacht. Die Polizei war immer vor Ort, um die Familie zu beschützen. Und dann kam der 10. November 1998. Im Haus gegenüber der Cliftons lebte die Familie Phillips. Die bestand aus dem Vater Steven, der Mutter Melissa und dem Sohn Joshua, der 14 Jahre alt war. Die beiden Familien haben sich gut verstanden. Die Phillips haben auch bei der Suche nach Maddie geholfen. Joshua, der Sohn, war wohl auch ein bisschen in die 11-jährige Jessica, Maddies Schwester, verliebt. Am 10. November ging Melissa in das Zimmer ihres Sohnes, um dort ein wenig aufzuräumen. Joshua war eigentlich alleine dafür verantwortlich, dass sein Zimmer sauber war, aber Melissa hat sich gedacht, ach ja, nun ja, er ist mein Sohn, er ist ein Teenager, ich tue ihm mal einen Gefallen und mache für ihn ein bisschen sauber. Als sie die Tür öffnete, kam ihr sofort ein stinkender, beißender Geruch in die Nase und sie bemerkte einen nassen Fleck unter Joshuas Bett. Joshua hatte ein Wasserbett und Melissa ging kurz davon aus, dass das Bett wohl kaputt sei und ja, daher dieser Gestank kommt und dieser nasse Fleck unterm Bett. Sie sah an einem Bettpfosten, dass Joshua wohl irgendwie schon versucht hatte, das Ganze mit Tesafilm zu reparieren, aber als sich Melissa dann weiter runterbeugte, um unter das Bett zu schauen, fiel ihr ein kleiner Socken ins Auge. Der lag einfach nicht so da, sondern der Socken steckte an einem kleinen Fuß. Melissa rannte total erschrocken aus dem Zimmer die Treppe runter und direkt zu den Beamten, die sich ja bei den Cliftons aufhielten. Sie konnte schnell eins und eins zusammenzählen und wusste, dass es sich um Maddie unter dem Bett ihres Sohnes handelte. Melissa erklärte den Beamten, was los war und drei Ermittler sind mit ihr zusammen in Joshuas Zimmer gegangen und haben den leblosen Körper der kleinen Maddie unter dem Bett hervorgeholt. Der Tatort wurde sofort sichergestellt. Auch konnten unzählige Duftbäume gefunden werden, ja, womit Joshua wohl versucht hatte, den Geruch irgendwie wegzubekommen. Ein Baseballschläger und Schuhe wurden sichergestellt, auf denen man Maddies Blut gefunden hat. Auch auf den Gardinen in Joshuas Zimmer waren kleine Blutspritzer zu finden. Sogar das Vermisstenplakat von Maddie fanden die Beamten an der Wand seines Zimmers. Das ist schon sehr makaber, ne? Also, das ist schon krass. Er tut so, als würde er mithelfen, die kleine Maddie zu finden. Dabei weiß er ganz genau, was los ist und hängt sich dann noch das Plakat ins Zimmer.
Joshua wurde umgehend an seiner Schule festgenommen und zur Polizeistation gebracht, wo er die Tat dann auch sofort gestand. Joshua wurde am 17. März 1984 in Allentown im Bundesstaat Pennsylvania als Sohn von Steve und Melissa geboren. Nach Aussagen von Joshua war sein Vater drogen- und alkoholabhängig und gewalttätig gegenüber ihm und seiner Mutter. Steve legte seinem Sohn strenge Regeln auf. Er wurde zum Beispiel wütend, wenn Joshua andere Kinder im Haus zu Besuch hatte, wenn er nicht dabei war. Und Mädchen mochte Steve irgendwie überhaupt nicht. Irgendwann beschloss Steve, dass die Familie wegziehen soll. Er wollte Pennsylvania verlassen und nach Florida ziehen. Mit dem Umzug trennte er Joshua von seinen Halbbrüdern Daniel und Benji. Sie zogen also nach Jacksonville in Florida, in das Haus der Cliftons, genau gegenüber. Die Nachbarn beschrieben Joshua als ruhig und freundlich. Laut Maddies Mutter waren Joshua und ihre Tochter Freunde und es gab keinen Grund, sich vor ihm zu fürchten. Auch sein Lehrer beschrieb ihn als beliebten Schüler, der nicht auffiel. Seine Mitschüler und Freunde sagten, er war lustig und manchmal etwas albern. Also alles in allem ein ganz normales Kind, ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Jetzt kommen wir mal zu der Version, die Joshua damals ausgesagt hatte bei der Polizei. Und da werdet ihr später dann noch sehen, dass es da ein paar Ungereimtheiten gibt in seiner Version, was passiert ist. Laut Joshua kam Maddie am Nachmittag des 3. November 1998 zu seinem Haus und fragte, ob er rauskäme, um Baseball zu spielen. Joshua war alleine zu Hause und ihm war es ja verboten worden, andere Kinder zu Besuch zu haben, wenn die Eltern nicht da sind. Er sagte Maddie aber trotzdem zu und sie begannen im Garten Baseball zu spielen. Versehentlich schlug er Maddie einen Ball ins Auge, woraufhin Maddie anfing zu weinen und zu schreien. Joshua geriet in Panik, da er wusste, dass sein Vater bald nach Hause käme. Er schleppte Maddie ins Haus. Dabei hätte sich die Kleidung von Maddies Unterkörper gelöst. Er schlug sie mit dem Baseballschläger, um sie am Schreien zu hindern, bevor er sie unter sein Bett legte. Als Joshua hörte, dass sein Vater nach Hause gekommen war, ging er zu ihm und unterhielt sich noch eine Weile mit ihm. Laut Aussagen von Steve, also Joshuas Vater, verhielt sich Joshua ganz normal. Ihm war nicht anzumerken, dass etwas nicht stimmte. Keine Unruhe, keine Nervosität oder sonst irgendwas. Joshua ging dann wieder in sein Zimmer. Er schaute nach Maddie und bemerkte, dass sie noch atmete. Daraufhin holte er ein Messer und stach auf das kleine Mädchen ein. 7 Messerstiche in Brust und Hals. Bei der Befragung durch die Beamten antwortete Joshua auf die Frage, wie er sich das vorstellte, was er mit Maddie hätte machen wollen. Also er hätte sie ja nicht einfach ewig da im Haus lassen können. Ja, darauf sagte er einfach, er wollte abwarten, bis sich ihr Körper komplett zersetzt hat. Also ich muss sagen, das finde ich jetzt schon wieder eine richtig heftige Geschichte, wenn man sich mal vor Augen hält, dass der Joshua zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt war, mit was für einer Brutalität der da vorgegangen ist, mit 7 Messerstichen in Brust und Hals. Und Leute, er hat eine Woche lang auf dieser Leiche geschlafen. Also ich würde kein Auge zutun, wenn ich wüsste, unter meinem Bett ist eine Leiche. Oh mein Gott, nein, das geht gar nicht. Das ist der pure Horror, glaube ich, aber... Ja, er hat das einfach so gemacht, ne? Er hat sich vielleicht auch so ein bisschen in irgendwie so eine Traumwelt da abgeschottet. Ich weiß nicht, in irgendeinem Artikel war das auch zu lesen. Ja, keine Ahnung, also heftig, sehr heftig, finde ich. Die Staatsanwaltschaft bestritt einige Teile der Geschichte von Joshua. Einige Sachen passten einfach nicht zusammen. Zum Beispiel war an Maddies Kleidung kein Dreck oder irgendwie Grasflecken gefunden worden. Er behauptete ja, dass sie ihre Kleidung verloren hatte, als er sie ins Haus schleppte. Und ja, da war Rasen, ne? Und wenn man jemanden über einen Rasen schleppt, dann entstehen da normalerweise irgendwelche Flecken auf der Kleidung. Und auch wurde auf dem Baseball, den er Maddie ja versehentlich oder angeblich ins Auge geschlagen hatte, da wurde kein Blut drauf gefunden. Der Staatsanwalt argumentierte, dass die Tat eher sexuell motiviert gewesen sein könnte.
Joshua habe des Öfteren mit Maddie und auch mit Jessica über sexuelle Sachen gesprochen. Und außerdem stellte die Polizei fest, dass er kurz vor der Tat und auch kurz nach der Tat Pornos mit Kindern im Internet geschaut hatte. Allerdings wurden an Maddies Körper keine Spuren von sexuellen Handlungen festgestellt. Es gibt verschiedene Theorien, was wirklich damals passiert ist, aber die Wahrheit wird wohl immer Joshuas Geheimnis bleiben. Joshua, 14 Jahre alt, wurde als Erwachsener angeklagt. Joshuas Anwalt Richard Nichols rief keinen einzigen Zeugen für die Verteidigung auf. Nichols erklärte, Maddie Cliftons Tod sei eine Tat, die als Unfall begann und sich durch die Panik verschlechterte und dann an Wahnsinn grenzte. Der Prozess begann am 6. Juli 1999 und dauerte nur 2 Tage. Eine ungewöhnlich kurze Zeit, aber dadurch, dass keine Zeugen von der Verteidigung aussagten und ja auch Joshua selber kein Wort sagte, ging alles ziemlich schnell. Die Geschworenen brauchten etwas mehr als 2 Stunden, um Joshua wegen Mordes ersten Grades zu verurteilen. Später wurde er dann zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt. Der Todesstrafe konnte er entgehen, weil er noch keine 16 Jahre alt war. Nachdem der oberste Gerichtshof 2012 festgestellt hatte, dass lebenslange Freiheitsstrafen für Jugendliche verfassungswidrig sind, kam Joshua für eine erneute Anhörung in Frage. Als jedoch 2017 ein erneutes Urteil anstand, bestätigte der Richter das ursprüngliche Urteil und stellte sicher, dass Joshua Phillips den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. Auch seine Berufung im Jahr 2020 wurde abgelehnt. 2023, also dieses Jahr, könnte es eine neue Überprüfung des Urteils geben. Joshua Phillips, der mittlerweile Ende 30 ist, ist im Tomoka Correctional Institution in Daytona Beach, Florida, inhaftiert. Seit dem Gerichtsprozess haben sich Maddies Eltern scheiden lassen und Joshuas Vater kam bei einem Autounfall ums Leben. Ja, Leute, das war mein heutiger Fall. Was sagt ihr dazu? Also ich finde es wieder eine sehr heftige Geschichte, wie ich eben auch schon mal gesagt habe. Allerdings bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, ob die lebenslängliche Strafe, also lebenslänglich in Amerika ist das wirklich lebenslänglich. Es ist ja jetzt nicht wie bei uns, dass man dann nach 15 Jahren wieder rauskommt. Also ich bin mir da echt unschlüssig, ob das so richtig ist. Ich meine, der Joshua war 14 Jahre alt. Klar, es war heftig, was da passiert ist. Er ist sehr brutal vorgegangen und auch diese Sache, dass er wirklich da eine Woche auf der Leiche geschlafen hat, finde ich krass. Aber ich weiß es nicht, ob da lebenslänglich wirklich so angebracht ist. Keine Ahnung. Ich bin da unschlüssig. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung da in die Kommentare schreiben, da würde ich mich freuen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, ne, wie immer, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und vielleicht sogar den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche, bleibt fit und ja, genießt die Woche, macht alles, was euch Spaß macht und arbeitet nicht so viel. Ne? Tschüssi!